rauskommt. Ja, ja. Danke. Gib mir dein Handy und deinen Pass. Ich habe einen deutschen Ausweis für dich. Nur zur Erinnerung. Ich bin der Einzige, den du anrufst. Ist das klar? Einmal am Tag um 12 Uhr aus einer Telefonzelle. Und niemals aus derselben, ja? Es soll hier so einige geben. Frag nach Herrn Bruns. Achte darauf, nicht länger als 30 Minuten die Wohnung zu verlassen. Und mach dir keine Sorgen. Jemand passt auf. Das hört sich so an, als müsste ich die ganze israelische Armee dabei haben. Bestimmt nicht. Das Haus wurde seit Jahren nicht genutzt. Aber wir hatten nie ein Problem mit diesem Versteck. Es ist sehr diskret. Nice touch. Alles gut. Arme Frau. Einsamkeit ist der schlimmste Fluch, den man erleiden kann. Nur die Liebe kann ihn heilen. Und die Liebe ist so schwer zu finden. Für mich gab's mal eine. Eine wunderbare. Niemand hat mich je so berührt wie er. Niemand. Er war natürlich verheiratet. Aber war mir egal. Er war Moslem. Auch das war mir egal. Ich habe alles für ihn getan. Ich glaubte, die Liebe meines Lebens gefunden zu haben. Aber aus Liebe wurde Hass. Und jetzt bin ich hier wegen ihm. Ich will sehen. Immer geht's nur ums Blöffen und ums Täuschen. Darüber kann ich sicher viel von dir lernen. Gott spielt Poker mit uns. Das Problem ist nur, wir verlieren immer. Hier sind die Regeln, Mona. Du verlässt niemals die Wohnung. Du öffnest niemandem die Tür. Du hältst dich von den Fenstern fern, Tag und Nacht. Einfach. Wie wichtig ist sie? Sie hat bei ausgesprochen vielen Einsätzen im Libanon eine bedeutende Rolle gespielt. In letzter Zeit sind einige Leute skeptisch geworden. Deshalb haben wir sie aus Beirut rausgeholt. Nach einer plastischen Operation wird sie anders aussehen. Bringen wir sie zum Schweigen. Ich bin nicht deine Gefangene. Ich bin hier, um dich zu beschützen. Sie alle wollten mich betrügen. Warum hast du uns vertraut? Wer sagt, dass ich das habe? Die wissen, dass ich hier bin.